Frau Völmli, jetzt ist 2 Jahre her, ziemlich genau, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Young Boys abgeschossen mit 2 Goal. 16-Jährige, die niemand kennt, hat Svenja Völmli. Jetzt hat sich alles gekehrt. Jeder weiß, Svenja ist die gefährlichste Stürmerin oder eine der gefährlichsten in der Liga. Am Anfang haben sie aber doch ein paar Chancen gehabt. Wie haben sie den Match erlebt? Ja, es ist ein bisschen beide. Also wir sind recht gut ins Spiel gekommen, habe ich das Gefühl gehabt. Wir haben gerade ein Zeichen gesetzt und haben so ein bisschen gezeigt, was wir mit dem Spiel alles machen wollen. Das Zeug haben wir gut umgesetzt, sicher. Und ja, die Chance am Anfang war cool, dass ich die gerade hatte. Leider nicht wirklich erfolgreich gewesen. Nachher wieder ein bisschen abgebaut. Und das für das Goal nicht gelangt wird, ist natürlich nachher recht schade gewesen. Sagt ein bisschen abgebaut, warum baut Luzern noch 20-30 Minuten ab? Ihr habt bis dort eigentlich recht gutes Spiel im Griff gehabt. Die Young Boys sind nicht so mitgekommen mit Ihnen, mit der Irina, mit der Alena, mit der Rahel. Ja, ich glaube, ich bin sicher irgendwann auch bessere Spiele gekommen. Ich hatte das Gefühl, dass so für ihre Verhältnisse ist eher ein schlechter Anfang war. Sie sind recht gut, sie sind dann irgendwann auch in Spiele, können auch mitspielen und dann wird es für uns sicher auch wieder schwieriger. Und ich glaube, das war so ein bisschen das. Also, dass wir abgebaut haben, ist vielleicht bis zu der Pause, habe ich das Gefühl, haben wir es eigentlich noch recht gut gemacht. Das war dann eher die zweite Halbzeit. Also, für unser Verhältnis habe ich das Gefühl, haben wir es schon immer noch gut gemacht. Ich habe das Gefühl, dass IB dann irgendwann auch ein bisschen besser wurde und ein bisschen mehr kam. Jetzt sehen wir diese Saison eine andere Facette im Spiel von Svenja. Nicht nur noch Tempo und Pressure, sondern sie können den Ball besser halten, sie können bessere Haken schlagen, warten auf ihre Mitspielerinnen. Wie wichtig ist die Entwicklung für sie, damit das Team besser funktioniert? Ja, für meine Entwicklung selber ist sicher, je mehr Varianten man hat als für einen Stürmer, je schwieriger dann auch für den Gegner. Und ich habe recht lange nur das Spiel gemacht, dass ich wirklich nur vorne bin. Und ich sage, irgendwann hat man das dann auch gewusst als Gegner. Und es hat das Zeit gehabt, wo es dann einfach nicht mehr funktioniert hat, weil man es wie gewusst hat. Und ja, ist sicher für meine Entwicklung auch gut, damit ich das jetzt auch ein bisschen lernen kann. Und je öfter sich macht, desto besser kann es dann auch werden. Jetzt haben Sie wahrscheinlich schlechte Gedanken über Julia Schassberger, die Ihnen viel, viel Ball weggenommen hat. Hat am Schluss vielleicht die etwas mehr Erfahrung und individuelle Klasse von IB den Unterschied gemacht heute? Ja, das sicher. Also Julia ist eine mega gute Verteidigerin. Ich kenne sie schon recht lange, schon auch aus dem AZ. Schon immer eine recht gute Verteidigerin gewesen. Und ja, sie ist jetzt nicht einfach irgendeine Verteidigung, wo man schnell sagen kann, ja, an der kommen wir vorbei. Sie hat doch die Klasse, weiss, wenn sie auf den Ball muss gehen, wo man vielleicht dann weiss, wenn man, also als Julia, dass, wenn man dann vorbei ist, dass sie vielleicht nicht mehr unbedingt nachher mag. Aber darum weiss sie, wie sie antizipieren muss, damit sie gerade den ersten Ball hat. Und das macht sie einfach mega gut. Das ist jetzt in ihrer Karriere wahrscheinlich das schwierigste Herbst bis jetzt. Und bei Luzern läuft es nicht so gut wie auch schon. Sie haben nicht so viel Boden gesehen am Dienstag in Löwen mit den Nazi. Was lernen Sie aus diesen jetzt so Tiefpunkten von Ihren Teams? Sie sind ja nicht wirklich schuld an denen, aber was bringt Ihnen das für Ihre Entwicklung? Sicher mega wichtig. Also man kann nicht nur immer Erfolg haben. Und wenn man nur immer Erfolg hat, dann weiß man irgendwann nicht, wie man mit diesen Niederlagen muss umgehen muss. Ja, also dass jetzt mega schlecht läuft, da vielleicht schon nicht. Sagen wir, es könnte besser laufen, aber seit dem Anfang haben wir uns sicher immer gesteigert, was sicher mega positiv ist. Jetzt mal abwarten, was in der Rückrunde noch alles so läuft. Und mit den Nazis haben wir jetzt je nachdem vielleicht dann einfach nur die Barra spielen, aber dort können wir immer noch zeigen, was wir können und dann die Qualifikation an die EM schaffen. Svenja hat diese Saison müssen verletzt davon, oder ist sie uns noch ein paar Goal schuldig? Wie viel sehen wir und was werden wir in der zweiten Saisonhälfte für das Svenja Völmli sehen? Bin ich selber gespannt. Ich gebe sicher mein Bestes. Ich kann noch an vielen Schwächen arbeiten, aber zuversichtlich bin ich auf jeden Fall. Courtney, that took 2 tries, but in the end, I guess you're pretty happy the ball all went inside the net, huh? Yes, I am very happy that we ended up winning the game with the final goal, so it's good. I don't have any doubts your team is better, but you didn't show it too much today. We saw individuals playing better game than their opponents, but as a team you didn't work too well today. What was the problem there? I think a little bit the field had something to do with it. You know, we're not used to playing on grass field and it was pretty muddy and slow. But I think it came together better in the second half. It seemed like mentally we were on the same page more than in the first half.
I assume Charlie tried to play like against Servet with a false 4-4-2 with Stephanie showing up next to you when the balls came through. We didn't see that all game. What went wrong there in the syncing up those situations? We actually weren't trying to play the false nine this game. Steffi was playing as a center mid. So, yeah, the first half I wish she was a little bit higher, but second half I think she did better at coming up higher, and we were winning more balls in the offensive half because of it. So that's good. Now in the end, it's 3 points. You guys spent the season as second place holder at least 2 months now. How does that feel? It feels really good, really good. That's what we came in here to do, and we did it, and very happy with the result. It's a good mindset to go on break with. Yeah, it's a little more freezing in Lucerne than in California, I know. So let's wrap up. What is there for the second half of this season to reach for Young Boys? For me, I want to be in the top two places to go to UEFA Champions League. That's the goal. So. How about your scoring sheet? I mean, the others have built up quite the score, but can you still make the top eight, the ones I highlight on my page? We'll see. God's will. I mean, for me, it's, you know, it's a team sport, so it's a matter of we're winning, not necessarily who's scoring. Of course, I want to score, but I'm trying my best when I get my opportunities. So. Glenn, man hat dich gehört. Zufrieden bist du nicht, weil er viel gute Bälle, viele Chancen nicht zu Ende gebracht hat. Und an dem ist es am Schluss der Haut schon gelegen heute, weil IB ist nicht so dominant gewesen. Ja, für mich ist der Knackpunkt eigentlich in der ersten Halbzeit. Wo ich sage, in der ersten Halbzeit sind meiner Meinung nach klar besser, wenn er sie dominiert. Und dann machen wir es 1-0. Ich sage, vielleicht müssen wir noch den einen oder anderen mehr machen. Und dann kommst du genau kurz vor der Pause noch das 1-1 über, was für mich extrem entscheidend ist, dass wir nicht mit dem 1-0 in die Pause können. Und dann vor allem eben die zweite Halbzeit, dann vor allem Konter nachher, meiner Meinung nach nicht so super abgespielt, aber ist sicher auch gewissen Teil, dass es dann im Platz geschuldet ist. Wenn Tirina in der 45. Minute das Goal erzielt, meint man auch, perfekt, genau im richtigen Moment. Dort darfst du den Eckball und dann das Goal auch nicht mehr zulassen, oder? Ja, eben, wir haben dort eigentlich keinen Druck auf die ballführende Person auf der Seite. Und ja, der Eira ist halt extrem kopfballstark und macht das Goal wieder sehr, sehr gut. Die hat meiner Meinung nach eine Top-Vorrunde gespielt. Gibt unglaublich Stabilität ins IB-Mittelfeld rein. Und ja, eben, für mich war es so ein bisschen der Knackpunkt gewesen. Du hast gesagt, die erste Halbzeit ist vieles richtig gegangen. Ich habe vor allem Luzern gesehen, was sehr tief gestanden ist zum Teil. Ist das die Idee gewesen, dass IB keinen Platz hat zwischen den Linien? Oder haben die Spielerinnen einfach nicht rausgetraut? Nein, wir haben jetzt eigentlich die letzten Matches immer so gespielt. Wir haben gegen Zürich sehr tief gespielt, was extrem gut funktioniert hat. Wir nachher sogar gegen Lugano, dort hat es aber einen anderen Hintergrund gehabt, weil wir sie einfach rauslocken wollten. Wir haben relativ tief gespielt und gegen St. Gallen eigentlich auch. Jetzt haben wir auch dreimal eigentlich so zu null gespielt. Wie du weißt, haben wir nicht gerade wenig Gegengol bekommen nach der ersten Runde. Und unser Ziel war einfach, dass wir eigentlich jeden Match besser dastehen, wieder in der ersten Runde. Das haben wir ganz klar geschafft, bis der Match gegen St. Gallen, wo wir jetzt nur 0-0 gespielt haben, wo wir in der ersten Runde gewonnen haben. Und, ja, darum sind wir auch heute wieder relativ tief und kompakt gestanden. Ja, du redest viel Gegengol, sind wir uns gar nicht gewohnt von Luzern. Die letzten 3 Saisons, würde ich sagen, Luzern mit besseren Vorrunden und Leistungen als jetzt diese Saison. Was stimmt die Saison noch nicht so ganz? Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich sage, die anderen Teams haben natürlich unglaublich an Qualität gewonnen. Und ja, wir haben sicher viel Arbeit vor uns. Auf der einen Seite muss ich auch heute wieder, wenn ich unsere Bank sehe, wir haben noch 4 Leute auf der Bank. Im Mittelfeld drin, sage ich jetzt, wenn du heute können, ein paar, die heute angefangen hätten, einwechseln, oder wenn du einen Mischi Schneider bringen oder Mel Müller einwechseln, wenn das nur für 20 Minuten sind, hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Oder schlussendlich IB hat mehr Staff-Mitglieder, oder dass ich Leute auf der Bank. Ja, und jetzt... Eins hast du aber heute gesagt, mit der Irina und mit der Svenja kann man doch Chancen kreieren, was wir am Dienstag nicht gesehen haben. Du musst das ja nicht kommentieren, was unsere Nazi geboten hat, aber du musst auf diesen 2 Spielerinnen jetzt ein bisschen aufbauen, auch in der Rückrunde, dass es funktioniert gegen Ufen, oder?
Ja, ich sage, wir kommen halt schon auch extrem über das Kollektiv, oder? Weil ich auch einfach gesehen habe, schlussendlich, auch wenn die zwei Spielerinnen drei, vier Goal machen pro Match und du aber hinten dran dann eben wieder drei, vier rüberkommst, dann bringt es relativ wenig, oder? Und darum müssen wir einfach die Stabilität reinbringen, die wir jetzt sicher in den letzten Match auch bekommen haben. Aber ich sage, wir haben jetzt vier Matches gehabt, wo du zwei Gegengoal bekommst, jetzt heute eben eigentlich die zwei und haben viel, viel weniger Gegengoal bekommen, als in der ersten Runde. Und das ist, wie gesagt, das Ziel gewesen und auf dem müssen wir jetzt unbedingt aufbauen. Herr Grüter, dass IB die bessere Mannschaft ist, das sehen wir auf der Tabelle, das haben wir auch heute ansatzweise gesehen, aber vor allem haben wir heute gesehen, IB hat die besseren Individualspielerinnen, weil der Spielplan ist nicht so ganz aufgegangen, oder? Gut, wir wissen, dass es wieder schwer spielt. Eupenboden, FC Luzern, Frauen, die immer ein bisschen unterschätzt werden im Moment, ist nicht so eine schlechte Mannschaft. Kämpferisch stark, Kopfball stark, zwei, drei individuell Top-Spielerinnen. Wir wissen, dass es wieder schwer spielt, aber das, was ihr gesagt habt, hat es schon am Schluss nachher den Ausschlag gegeben. Die individuelle Klasse ist schon ein bisschen auf unserer Seite gewesen. Nehmen wir das schnell auseinander. Sie haben etwas Wichtiges angesprochen. Ihr spielt auf Kunstrasen und jetzt kommt Rasen, der nicht einmal gut ist. Also das hat euch im Spiel schon wehgetan. Das haben wir am Anfang gesehen, oder? Es hat ein bisschen wehgetan, aber ich habe der Mannschaft gesagt, wenn man Fußball spielen kann, kann man überall spielen. Man muss einfach das annehmen. Und ich habe ihnen auch gesagt, wir müssen ein bisschen Dreck fressen heute. Wer am Schluss rausgeht mit dem besseren Willen, der wird am Schluss gewinnen. Und ich glaube, das war auch nicht unverdient gewesen, dass wir gewonnen haben. Ich denke auch, sie haben sich den Sieg erarbeitet, dann halt eben durch die individuelle Klasse. Was wir gesehen haben am Anfang, spielen sie Daira auf 6, Wittmer auf 8, 10. Das funktioniert nicht so gut, Luzern kommt zur Chance, Völmli kommt voll durch. Wo sie dann den Switch bringen, kommt die Stabilität, die das Team braucht für die letzten 60 Minuten. Ist das ein Switch, den man muss machen und eine Definition, wo man die zwei muss fix einteilen muss? Man muss natürlich sehen, Marilena Wittmer auf 6 gehört in meinen Augen zu den besten Spielerinnen im Mittelfeld in der Schweiz. Und über eine Daira mit 13 oder 14 Goal, da muss man auch nicht diskutieren. Offensiv im Mittelfeld eine riesige Klasse. Und das hat sich auch bewahrheitet und auch gezeigt. Dann haben wir das Spiel im Griff bekommen nach 15 Minuten, wo wir den Wechsel gemacht haben. Ja, der Glenn Meyer sagt nicht zu euch erzählen, aber sein Team scheitert dann an den Individualitäten, scheitert an euch im Team, das doch noch mehr sucht. Warum habt ihr das 3. Goal wie fast nicht mehr gesucht, außer zwei, drei Situationen? Also wir haben einfach gewusst, dass Luzern mit der Svenja Völmli und mit der Irina Pando einfach über Klasse verfügt. Und wenn man da einfach offensiv denkt, wir können jetzt noch schnell das Dritte suchen, glaube ich würde mir ins Messer reinlaufen. Und dementsprechend haben wir auch die Punkte sichern. Luzern ist bedingt, also extra tiefer gestanden, damit er zwischen den Linien nicht auftaucht. Hat euch das mehr weh gemacht, als ihr vor dem Match gedacht hättet? Nein, wir wussten, wie Luzern spielt. Wir können Luzern, ich kann eigentlich auch jede Spielerin. Durch das, dass ich schon lange in der Nationalmannschaft bin, Junioren-Nationalmannschaft. Wir haben gewusst, dass auf uns zukommt, eine gute, ausgeglichene Mannschaft. Und ich sage euch, dass jetzt noch hier Luzern in der Rückrunde die Liga wieder aufrocken, hinterdurch, unterschätzen die nicht, ich sage es. Sie haben auch mehr Lügen gestraft. Ich habe vor dem Match analysiert, aus 4-4-2 vom Servet-Match kommt zurück. Dann sagt mir Courtney, nein, Stefanie hat nie sollen neben mir auftauchen. Sie war eine dritte Mittelfeldspielerin. Warum der Wechsel dort von der Stefanie als dritte Mittelfeldspielerin und nicht als zweite Stürmerin? Wir haben bewusst Stefanie dahinter behalten, dass sie den Ball behalten kann. Dass wir die schnellen Spielerin Eva Bachmann nach den Riesen können füttern können, mit dem Ball können behalten im Umschaltspiel. Und das ist schon aufgegangen. Also Stefanie hat einen sehr tollen Match gemacht. Aber es war tatsächlich nicht ein 4-4-2 gewesen, sondern es war eher nur mit einer Stürmerin gewesen. Jetzt sind sie zwei. Sie haben mehr Punkte als ihre Vorgänger die letzten zwei Mal bis Ende Saison geschafft haben, schon in der Vorrunde. Was bedeutet das für Charles Grüter und für die Young Boys? Es bedeutet, dass Spielerinnen heute Freude haben können. Aber kaufen können wir uns mit dem nichts. Weißt du, wenn wir dreimal hintereinander verliert, heisst der Trainer ist eine Flasche. Und ich bin alt genug, dass ich das weiss. Wir nehmen Schritt für Schritt. Und jetzt haben wir Weihnachtspause. Und was nächstes Jahr ist, schauen wir dann weiter. Wie kann man jetzt schauen, dass man bei diesen anderthalb Monaten nicht den Rhythmus verliert? Ich glaube, wir haben genug Klasse. Und das sollte länger.